Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ich habe es schon bei mehreren YouTubern gesehen, Leute. Aber ich will einfach mal heute wissen, wie schnell, ja, und wie effektiv können wir das gesamte Vermögen von Jeff Bezos ausgeben, Leute. Ich bin gespannt. Wir schauen rein, switchen rüber. Leute, das ist das Gesamtvermögen von Jeff Bezos. 124 Milliarden 700 Millionen Dollar. Eine unvorstellbar große Zahl und es ist einfach geisteskrank, wenn man sich das mal überlegt, was eine Person an Vermögen hat. Ja? Und wir werden jetzt einfach mal gucken, was können wir mit so viel Geld kaufen? Wir können uns alles kaufen, was es auf der Welt gibt. Es ist nichts zu teuer. Also wir können den kompletten Welthunger, den es auf der Welt gibt, können wir beseitigen mit 112 Milliarden Dollar. 112 Milliarden Dollar, Leute. What the fuck, Mann? Ja, da wird sogar Montana Black neidisch. Also ich sag euch ganz ehrlich, 124 Milliarden Dollar, wir können einfach den gesamten Welthunger beseitigen und haben dann immer noch genug Geld mit der richtigen Investition, Anlegung, whatever, dass das Geld einfach immer noch fürs gesamte Leben und für Generationen danach reichen würde. Es ist unvorstellbar. Ein Kampfjet, 95 Millionen, gar kein Problem. Wir kaufen uns nicht ein, sondern wir kaufen uns einfach mal 10, weil wir wollen natürlich eine kleine Armee machen. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob sich irgendwas getan. Oh, okay, wir kaufen einfach mal 10. So, zack. Wir haben 11 gekauft. Wir kaufen einfach. Es hat sich einfach fast nichts getan. Digga, es waren einfach kurz 2 Milliarden, also gar kein Problem. Wir haben kurz 24 Jets gekauft. 24 Jets, Leute. So viel hat noch nicht mal die deutsche Armee. Dazu kaufen wir uns jetzt noch, würde ich sagen, eine eigene Fluggesellschaft. Wie viel hat ungefähr eine Fluggesellschaft, Leute? Fluggesellschaft hat so ungefähr, ja, vielleicht 10 Passagierflugzeuge. Das ist dann aber, glaube ich, schon eine relativ große. Kaufen wir einfach mal 10. Ja, sieht immer noch gut aus. Dann brauchen wir natürlich nochmal auf jeden Fall 2 Helikopter. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und was haben wir denn hier? Police Cruiser. Alter, was sollen wir denn damit? McDonald's Franchise 2.0. Okay. 1,5 Millionen. Dann können wir einen McDonald's eröffnen. Auch sehr stark. Homeless, hungry, anything is a blessing. Okay. Also wir können mit 20 Milliarden können wir den gesamten obdachlosen Menschen ein Haus schenken, beziehungsweise ein Lebensort. Wir können alles bei Amazon kaufen für 12,8 Milliarden US-Dollar. Wir brauchen ja nicht nur ein Kreuzfahrtschiff, sondern wir brauchen ja pro Kollege ein Kreuzfahrtschiff. Deswegen kaufen wir einfach mal 10. Was haben wir noch hier? Wir können uns einfach eine eigene Weltraumstation kaufen. Also einmal komplett ein ganzes Weltraumunternehmen. Eine Rakete, eine Falcon 9 Rocket kostet 57 Millionen. 5. Designer Bag? Oh, komm, wir machen erstmal eine Mansion. Sehr geil. 30 Millionen. Oh, ja. Kaufen wir mal zwei für den Kollegen auch noch. Dann kaufen wir nochmal für die anderen Kollegen, kaufen wir auch nochmal normale Häuser. Und da brauchen wir natürlich noch 5 Privatjets. Ja, weil wir müssen ja natürlich schnell unterwegs sein und wir müssen natürlich von Haus zu Haus fliegen. Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch super Karren. Und nochmal 10. Ja, das sollte eigentlich hinhauen. Ja, Tesla, unnötig. Wir brauchen auf jeden Fall richtig viele Handys. Richtig viele Handys. Wir benutzen halt ein iPhone wie ein Einweg-Handy. Okay. So im Prinzip, ne? Also wir benutzen das, schmeißen das danach weg, nach einmal telefonieren. Deswegen brauchen wir ein paar mehr. So, was haben wir hier noch? Wir haben einen Grill. Ah, kaufen wir mal 1 Million Grills. Nuclear Power Plant, okay. Wir machen mal 100. Geht das überhaupt? 33 Milliarden haben wir noch. Das geht aber nicht. Ja, dann kaufen wir nochmal 100 McDonald's. Also Leute, mal kurz zusammengefasst, was wir jetzt gekauft haben. Wir haben jetzt insgesamt 1 Million Mal einen Grill gekauft für 299 Dollar. Ja, wir haben Smartphones gekauft. Wir haben 100.000 Stück gekauft von einem Smartphone. Wir haben 11 Supersportwagen gekauft. Wir haben 3 Helikopter gekauft. Wir haben 5 Privatjets gekauft. Wir müssen ja mal eins runterzählen. Wir haben 10 Passagierflugzeuge gekauft. Ja, also im Prinzip haben wir eine gesamte Fluggesellschaft. Dann haben wir 10 normale Häuser gekauft für unsere Kollegen natürlich. Dann haben wir noch 2
Supervillen gekauft, im Wert von 30 Millionen einer. Dann haben wir noch 11 Privatjets, 11 Kampfjets gekauft für 95 Millionen pro Stück. Dann haben wir eine komplette Weltraumorganisation mit 5 Falcon 9 Raketen. Wir haben 100 McDonalds. Es ist so krank, Alter. Wir haben 100 Nuklearkraftwerke. Wir haben 10 Coal Power Plants. Und wir haben einfach 10 Kreuzfahrtschiffe. Und wir haben einfach immer noch 11 Milliarden 543.209.000 Dollar. Also es ist komplett geisteskrank, Leute. Ihr seht, eine Person, ja, hat so viel Money. Das ist zu heftig, Alter. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass eine Person so unnormal viel Geld hat, Leute. Ey, wenn ihr mehr davon haben wollt, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz entspannt beim nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Kuss auf eure Bartnuss. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hab euch alle ganz lieb. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Und tschüss, Burger.